Wir sind heute hier, wenn ich sage wir kommen aus Äthiopien. Wir kommen aus Äthiopien, speziell aus Tigray. Tigray ist ein Teil, ein Bundesland von Äthiopien. Das ist so vergleichbar wie Deutschland und Berlin ist ein Teil von Deutschland. Also wir sind heute, um der Bundeskanzler oder dem Kanzleramt deutlich zu machen, dass ein Land wie Äthiopien gegen das eigene Bundesland 365 Tage lang bombardiert wird. Sage und schreibe, 365 Tage Bombardement gegen das eigene Bundesland. Was bedeutet das denn? Das ist so abstrakt, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Bundeswehr in Berlin bombardiert 365 Tage. Das passiert aber gerade in Äthiopien. Nicht nur Äthiopien bombardiert, nicht nur die äthiopische Regierung bombardiert, sondern auch Eritrea. Ist auch noch dazu eingeladen, gegen das eigene Volk, gegen das eigene Volk, den Kreis von Bandung. Was bedeutet das im Einzelnen? Das bedeutet im Einzelnen, damit das verständlich ist, weil ein normal denkender Mensch in Deutschland wird das gar nicht verstehen. Wie kann ein Land wie Deutschland, das noch Frankreich einladen, dass das eigene Bundesland Berlin bombardiert wird? Das ist absurd, nicht vorstellbar. Aber in Deutschland passiert das gerade. Vor 3-4 Tagen wurde die Hauptstadt Mecklenburg bombardiert, einfach die Hauptstadt bombardiert durch die Lufteinheit von Äthiopien. Was bedeutet das für uns? Also speziell persönlich, meine Mutter lebt in Schürze, damit das konstruiert wird. Meine Mutter ist Elfener und sie ist um 70 Jahre alt. Sie ist also Superkraft. Und seit 365 Tagen gibt es keine medizinische Lieferung. Seit 365 Tagen keine Stromversorgung. Seit 365 Tagen keine Telefonverbindung. Man muss das mal vorstellen. Aktuell kann jeder versuchen, in Deutschland irgendwann nach Tigray anzurufen. Alles blockiert. Vorderleitung. Das ist nicht alles. Menschen, die ihre medizinische Versorgung hatten, also Krankenhäuser, Kliniken, die wurden durch zwei Militäreinheiten bombardiert. Durch die eritreische Regierung und durch das eigene Militär in Türkei wurde die gesamte Infrastruktur Tigrays zerstört. Was ist Infrastruktur? Zum Beispiel eine der größten Fabriken in Adwa wurde von der äthiopischen Regierung und von der eritreischen Regierung bombardiert. Da waren über 10.000 Menschen beschäftigt, die heute auf morgen ihren Job verloren haben. Somit war ihre Fabrik nicht ernähren können. Diese Fabrik als Beispiel in Adwa, das war eine zivile Nutzung. Das heißt, dort wurde Textilien hergestellt. Und diese Textilfabrik wurde den Boden gleich gemacht, dass es dort die gesamte Maschinerie zerstört ist. Und was nicht zerstört worden ist, sage und schreibe, wurde durch die eritreische Regierung, durch das eritreische Militär, nach Eritrea gebracht. Und wer schaut zu? Das eigene Land, Äthiopien.
während das eigene Bundesland ausgeplündert wird. Was bedeutet das im Einzelnen? Dort sind die Menschen hilflos aktuell. Wir können die Menschen auch nicht helfen. Wir haben unsere Angehörige oder zum Beispiel meine Mutter. Sie hat kein Geld. Sie will sich nicht was kaufen. Aber die Banken sind dicht. Die Banken sind blockiert. Das heißt, wenn wir uns nicht über die Leute unterstützen wollen, wir können von hier aus kein Geld schicken. Das ist einmalig in der Welt. Das ist noch nie erlebt. Zumindest in den Jahren, wo ich mitbekommen habe. Die Banken blockiert, das heißt, selbst unseren Angehörigen können wir nicht helfen. Selbst das Land, so bereitwillig, gibt auch noch eine Hungerkatastrophe. Jeder Mensch, elementar, jedes Nachbarland hilft, wenn beim Nachbarland eine Hunger gibt. Was macht die Türkei? Was macht die Türkei? Blockiert die gesamte Hilfslieferung, die humanitäre Hilfe nach Tigray. Das heißt, während 400.000 Menschen unter Hunger leiden, sind die Hilfslieferungen vollgepackt in die Türkei. Wir sind nicht über die Grenze nach Tigray passiert, bis heute. Dort sterben Menschen tagtäglich. Ältere Menschen, Kinder und natürlich alle Menschen dieser Pflege. Das heißt, die Welt will uns helfen, liefert Lebensmittel. Stellt euch doch mal vor, die äthiopische Regierung lässt die Hilfe nicht nach Äthiopien, nach Tigray. Das heißt, das ist einmalig in der Welt. Einmalig in der Welt, dass Menschen, die Hunger leiden, Menschen, die Hunger leiden, noch nicht mal das Essen bekommen. Und das Essen steht an der Grenze. Die türkische Regierung lässt das nicht zu. Und? Das ist jetzt die äthiopische Regierung. Das kommt noch. Jetzt kommt noch. Das kommt auch noch, dass auf dort eine sogenannte Menschenrechtskommission sein soll. Und sage und schreibe dort, der Beauftragte, ich weiß gar nicht, wie er heißt, sollte auch nochmal jetzt hier zurückbringen und so einen Preis bekommen, während in Tigray, ich nenne das beim Namen, Völkermord. Warum ist das Völkermord? 400.000 Menschen leiden, sind mit Hunger bedroht und die türkische Regierung lässt die Hilfe nicht zu. Keine medizinische Versorgung. Auch die türkische Regierung blockiert alles. Das ist für uns Völkermord. Menschen sterben und die eigene Regierung Äthiopiens lässt Tigray verhungern. Und kommt noch dazu, eine deutsche Stiftung verleiht einen Preis für einen Mittäter, sage und schreibe, für einen Mittäter verleiht sie einen Preis. Die Menschenrechtskommission Äthiopiens ist Mittäter, ist Unterstützer der Regierung. Und die deutsche Stiftung, wo heißt denn die Stiftung eigentlich? Deutsche Preisverleihung. Afrika Deutsche Foundation verleiht Preis an den Deutsche Afrika Stiftung. Deutsche Afrika Stiftung verleiht einen Preis für den Vertreter Menschenrechtskommission in Äthiopien. Und dieser Herr ist ein Teil des Völkermords. Und das ist, was wir nicht akzeptieren, das ist auch nicht akzeptabel. Wer sowas unterstützt, wer Preise verleiht, wer Diktatoren unterstützt, macht sich schuldig. Deswegen rufen wir die deutsche Regierung,
Deswegen rufen wir die deutsche Regierung, den Krieg oder das beizutragen, dass der Krieg in Äthiopien gegen Tigray speziell beendet wird, gestoppt wird. Wir fordern, dass humanitären Hilfen nach Tigray zugelassen werden. Das ist, was wir fordern. Und wir sagen für uns, die Menschheit hat uns im Stich gelassen. Ja, wenn TDF nicht da wäre, das ist die Tigray, die Volksforce, auf die wir stolz sind. Sie haben gekämpft auf Seite von Tigray, auf die Seite der Bevölkerung. Deswegen, wir sagen alle, never, never, never give up. Never, never give up. Never, never give up. Thank you very much.